Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man so ein bienendichtes Trennsheet baut für einen Viererboden. Wenn euch der Bau des Viererbodens selbst interessiert, schaut mal hier oben in die Infobox, da habe ich das verlinkt. Mit dem Viererboden kann man wunderbar Königinnen auf Hochzeitsflug schicken im Standmaß. Für den Bau benutze ich eine 4 mm Siebdruckplatte. Die quillt nicht, die bleibt so, wie sie ist. Zum Zuschneiden, ich mache das mit einer Handsäge, weil mit meiner Tischkreissäge das nicht so gut klappt. Da kann man mit der Hand, mit so einer Japansäge, eigentlich ganz gut gute Ergebnisse erzielen. Schön markieren mit dem Cuttermesser, vorher schön ausmessen. Stift sieht man da leider nicht so gut drauf. Einmal festklemmen und dann kann es auch schon ans Zusägen gehen. Habe ich ungefähr 2 Minuten gebraucht für diesen Schnitt. Fertig. So, einmal gucken, ob es reinpasst. Und jetzt bei der Höhe dran denken, dass man ein bisschen mehr braucht, weil es ja unten noch mit in die Nut reingehen muss. Oben soll es natürlich schön bündig sein, damit die Bienen nicht rübergehen. Passt wunderbar rein. Oben steht es ein bisschen über, weil es ja unten nachher überstehen soll. Dann habe ich mir eine Leiste zurechtgeschnitten. Jetzt noch auf passende Länge zusägen. Die Leiste muss natürlich so sein, dass sie genau bündig abschließt, oben und unten. Und sollte nicht zu dick sein, weil die Bienen sonst was anbauen. Einfach festklemmen mit ein bisschen was, was man so da hat. Gucken, dass es bündig ist und ein paar Schrauben reinmachen. Gucken, ob es reinpasst. Oben schön bündig ist. Fertig. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Abo und Daumen hoch. Zum nächsten Mal.